Hi Leute, willkommen zurück. Ja, heute Abend gibt es kleinen Obstsalat. Da haben wir mal Lust drauf. Hier verschiedene Biofrüchte aus dem Edeka, schöne Äpfel, Nektarinen und hier Pflaumen. Und ich verwende heute einfach mal mein Opinel Nummer 9 mit Carbonstahl. Und dann schaue ich mir mal an, ob durch die Fruchtsäure die Klinge hier eine entsprechende Ätzung erhält. Da bin ich mal extrem gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob ihr da Erfahrung prinzipiell mit Ätzungen oder sowas in der Richtung habt. Ich habe persönlich noch keine Klinge geätzt, aber ich habe da bei Facebook in diverse oder auf diversen Bildern oder hier auch bei YouTube doch durchaus gute Ergebnisse und schöne Ergebnisse mit Ätzungen gesehen. Ja, das würde mich wirklich mal interessieren. Und da dachte ich mir, da eignet sich natürlich hier so ein schönes, da eignet sich hier so ein schönes Opinel als preiswertes Messer zum Test doch sehr, sehr gut. Ich bin da mal extrem gespannt. So, und der Kern hier mal raus. Ja, Obstsalat, das ist natürlich immer eine feine Sache. Vor allem dann, wenn die Früchte auch wirklich schöne Biofrüchte sind. Da legen wir immer Wert drauf, dass das alles ordentlich passt. Da bieten die Supermärkte inzwischen ja wirklich sehr, sehr vielseitige und haben da sehr vielseitige Angebote und die Nachfrage wird danach auch immer mehr so fair trade mäßig beziehungsweise einfach dieser Bio-Ansatz. Gut, ob das dann auch immer so der Realität entspricht oder ob einfach die Produkte höherpreisig verkauft werden, ist halt immer ein schwieriges Thema, ne? Also da kann man sich nicht immer sicher sein, ob das auch so der Realität entspricht, aber so wirklich überprüfen kann man das ja leider auch nicht. Von daher, ja, glauben wir das einfach mal und versuchen die Welt ein kleines bisschen besser zu gestalten. Ja, also hier dieses Opinel, das sind ja prinzipiell echt schicke Messer. Also ich mag die Opinel Messer wirklich extrem gerne. Einfach, preiswert, richtig schöne, ehrliche Messer, bekommt man Rasiermesser scharf. Ich habe hier bei YouTube mal ein Video gesehen von jemandem, der sich mit einem Opinel-Messer wirklich rasiert hat. Ja. Und das ist schon, ich habe den Eindruck, dass die Carbon-Modelle hier nochmal deutlich schärfer werden, als das die Inox-Variante wird. Das Messer hier, das habe ich auch schon so für einiges verwendet, ist aber noch in einem sehr guten Zustand. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob die Fruchtsäure sich hier irgendwie auf das Carbon auswirkt. Ich werde es auch mal nicht direkt abputzen gleich nach dem Schneiden vom Obst hier, sondern einfach mal ein bisschen auf dem Messer drauf lassen und es dann später abwischen. Und dann werde ich euch auf jeden Fall in einem Update-Video mal wissen lassen, ob das funktioniert hat. Ja, prinzipiell macht es wirklich Spaß, hier mit dem Opinel in der Küche zu arbeiten. Das ist schon eine schicke Sache. Ja, in dem Obstsalat, hier kommen ein paar Nektarinen rein, Äpfel und Pflaumen. Mehr haben wir jetzt gerade aktuell nicht wirklich im Kühlschrank, aber ja, das reicht auch dicker aus. Den süßen wir auch gar nicht groß, den Fruchtsalat hier, der bleibt genauso wie er ist. Zitrone haben wir leider auch keine da, sonst könnte man da noch ein bisschen Zitrone drüber machen, aber ja, das ist schon immer eine leckere Angelegenheit. Ja, wollen wir mal schauen.
heute auf meinem YouTube-Kanal ist ja ein Video online gegangen, wo ich anderen YouTubern quasi die Möglichkeit gebe, ihre Kanäle so ein kleines bisschen vorgestellt zu bekommen. Da bin ich mal extrem gespannt, wie dieses Format so angenommen wird, ob euch das vor allem überhaupt interessiert. Also ich persönlich kann mich noch extrem gut daran erinnern, als ich mit YouTube angefangen habe, das ist jetzt inzwischen auch schon fast ein Jahr her, da waren so die ersten Wochen und Monate schon sehr interessant. Ja? Also ich habe immer wieder Videos hochgeladen, hatte dann am Anfang mal 2, mal 3 Abonnenten und irgendwann ging das so langsam mit nach oben. Da denke ich, wenn einem da jemand so ein kleines bisschen unter die Arme greift, setzt natürlich auch immer voraus, dass die Qualität einfach von den Videos stimmt und dass es auch Spaß macht, die Videos anzugucken, dass das schon so eine Art Boost nach vorne einfach werden kann. Ne? Und schauen wir mal, wie das so wird. Okay, ich schneide jetzt hier noch kurz die restlichen Früchte in den Salat rein. Dann zeige ich euch gleich nochmal den Fruchtsalat, wenn er fertig ist. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir einmal durch. Sieht das nicht lecker aus? Ja, das sieht lecker aus. Ja, alles schön mit dem Opinel hier geschnitten. Schauen wir gerade mal an. Also ein kleines bisschen dunkel ist es. Oh, hier geht auch. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt, aber mein Finger ist hier gerade ein bisschen schwarz. Also hier tut sich an der Klinge schon was. Ich lasse das jetzt einfach mal schön hier liegen. Und ich werde euch nicht in diesem Video, aber ich werde euch auf jeden Fall mitteilen, ob das irgendetwas an der Klinge geändert hat, hier das Schneiden der Früchte. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn.